Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Y. Ich habe das Gefühl, immer etwas übersehen zu haben. Hier, da unten sind wir auch schon gelaufen. Komm runter. War hier noch irgendwas? Nee, da komme ich nicht lang. Nee, dann muss das schon bei den Mädchen hinten weitergehen. Ach. Dim, 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 dim. Ein Nocturne. Ein wildes Nocturne. Nicht irgendein Nocturne, sondern ein wildes Nocturne. Gewissheit. Einmal Finte. Und einmal Rückkehr, bitte. Merci. Pim, pim, pim. So, das heißt, wir müssen ja hier lang, hier lang, hier lang. So, dann können wir einmal hier runter. Okay, hier ist auf jeden Fall erstmal nichts. Jetzt aber da weiter. Hier ist einmal auch nichts. Wahrscheinlich ein verstecktes Item. So, dann gehen wir hier runter. Hier ist irgendwas. Ein Item. X-Treffer. So, aber sonst nichts. Dim, dim, dim. Ein wildes Hutzasaur. Ist hier nicht ein Pflanzen-Pokémon? Komm, Flamara, komm doch mal ran. Ein bisschen trainieren müssen wir ja auch noch, ne? Bei wegen Pokémon Arena und so. Und dann kommt die Pokémon Liga. Und Quatsch, erst die Siegestraße und die Pokémon Arena. Ja, super, jetzt bin ich vergiftet, ey. Epü? Ifui. Was soll das heißen? Du wehrst die Attacke ab. Bist du dumm? Wie kannst du die denn abwehren, bitteschön? Hier. Ruf da! Attacke! Lass dich doch da hier von dem nicht hier fertig machen. Also, wirklich. Gegengift haben wir 20 Stück. Auf jeden. Hier waren wir. Da oben ist nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt hier wieder lang. Dann können wir hier rum. Hier hoch. So gut. Nee. Da wollen wir noch nicht hin. Okay. Dann einmal hier lang. Dim, 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 dim. Am Pummelhof. Pummelhof. Oh, Pummelhof. Pummelhof ist, glaube ich, ein Normal-Pokémon. Oder hat es den Feentyp gekriegt? Ich weiß das gar nicht mehr. Hast du einen Feentyp gekriegt? Ich bin der Meinung, es hätte einen Feentyp gekriegt. Aber... Nagelt mich nicht drauf fest, ey. So. Oder wollen wir eigentlich... Ich hatte nachgeguckt. Also da gibt es jetzt nicht so viele schöne Items. Jetzt in dem Irrwald, sondern... Okay. Passiert mir das jetzt nochmal? Jetzt bin ich woanders. Verdammt! Wo bin ich hin? Ich hab mich verirrt. Verdammt. Hier waren wir so. Denn zurück. Ging das hier lang? Das hat mich ganz kirre gemacht. Oh, da können wir auch nochmal lang.
Ja. Da sind wir bei dem Typen. Wir tauschen mal die Pokémon. Wer hat von euch am wenigsten? Glaziola ist noch auf Level Dings. Level 54. Was ist los? Jetzt will der noch PR-Arbeit für sich machen. Dim, dim, die denn. Das Elektro-Pokémon. Aber okay. Kriegen wir hin. Toxin. Ich meine, vergiften ist immer gut. Manchmal können das so diese paar Punkte sein, die einen echt fehlen. Wo man denkt, oh mein Gott, warum hat es nicht funktioniert? Na, und das wird die Toxin wird ja, glaube ich, stärker mit jedem Mal. Nochmal Eiszahn. Der schmeißt einen Supertrank. Wird aber nicht helfen, glaube ich. Und jetzt noch Toxin, komm schon. Und das ist weg. Ich habe Hermann besiegt. Also hätte ich ein Kind, ich würde meinem Kind, glaube ich, auch so wie so ein Pampam anziehen. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Dim, 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 dim. Ein Hypnorba. Glaube ich, wenn wir jetzt sechste Gen sind, ne? Ist das denn fünfte? Ich weiß, das kam mit Schwarz und Weiß. Wow, das hat weh. Hier, komm, Eisodem. Nicht nochmal Psychokinese. Das ist sehr uncool. Eishahn, komm schon. Gott sei Dank, ein Volltreffer. Sonst wäre es echt knapp geworden, wahrscheinlich. Beutel. Einmal Kuhmuhmilch. Du kriegst auch einmal Kuhmuhmilch. Einmal Protein. Braucht jeder. Gott, wie komme ich denn zu der Ollen? Ich weiß es nicht. Einmal hier runter. Dann ging das doch, glaube ich, hier lang. Und ab in einen Pokémon-Kampf. Dim, dim, dim. Ach, nochmal ein Pummelhof, ey. Pummelhof, oh Pummelhof. Du süßes kleines Pummelhof. Ich fand Pummelhof am Anfang total toll. Ich weiß nicht warum. Ich fand es im Prinzip im Anime immer super, wenn es gesungen hat und alle dann eingepennt sind und die dann erstmal alle mit dem Stift, den es ja als Mikro benutzt hat, erstmal alle bemalt hat. Einfach nur, weil es sauer war. Das fand ich schon ziemlich genial. Ich mochte das Pummel. Na gut, gehen wir jetzt mal zum Typen. Weißt du, wo du bist? In einem streng geheimen Dorf. Du warst schon im Pokémon-Dorf. Alle Pokémon hier sind Flüchtlinge, geflohen vor bösen Menschen, die nicht gut zu ihnen waren. Eine Schande, wie viele herzlose Trainer es gibt. Naja, und manche der Pokémon waren auch einfach nur zu stark. Für sie war wohl kein Platz in der Welt draußen. Alles klar? Dein Pokémon schätzt dich wirklich sehr. Ihr habt zusammen schon viel Schönes erlebt, was? Hey, ihr könnt alle rauskommen. Dieser Mensch hier ist in Ordnung. Ich mach mir manchmal eben Sorgen und schaue hier nach dem Rechten. Na, du weißt schon. Und entschuldige bitte, wie unhöflich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Galanto und bin der Arenaleiter von Fractalia City. Lass mich raten, du willst mich herausfordern. Genau. Das dachte ich mir schon. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Ich werde in der, du weißt schon, Arena auf dich warten. Aber spiel hier doch noch ein wenig mit dem Pokémon hier, bevor du kommst. Tut dir sicher gut.
Uff. Ah, das Pokémon hat was in der Schnauze. Das Ding hat auch was in der Schnauze. Im Schnabel, besser gesagt. Ah, was auch immer das da ist. Also ihr könnt so viele coole Items bekommen. Das auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja. Ein Noctowl. Auf Level 50. Eiszahn! Es ist sehr effektiv. Den Kopfschuss. Flug ist, also Eis ist effektiv gegen Flug. Gut zu wissen. Der hat einfach mal eine Attacke abgewehrt, der Sack. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich wollte aber noch wohin. Hier gibt es nämlich die Feentafel um Psychokinese. Am Psychokinese kommen wir aber noch nicht ran, weil wir dafür Kaskade brauchen. Kaskade haben wir an sich. Ein wildes Ditto erscheint. Aber wir können es nicht außerhalb eines Kampfes benutzen. Vorher müssen wir halt wirklich gegen den Typen kämpfen. Okay, dann kommt Flamara halt raus. Du hast dich ja einmal gewandelt. Es kann auch anscheinend auch meine Attacken übernehmen. Wer hätte das gedacht? Ich habe ja mit einem Ditto und einem Evoli ja auch meine ganzen kleinen Evolis gezüchtet. Bis ich den mal einen hatte, so mit Feenattacken und alles, was es hat, schon ein bisschen gebraucht. Verdammt. Ein Hutsasser. Nee, nicht Volliprova, Flamara. Flamara, komm noch mal nach vorne. Ich will zu der Feentafel. Ich weiß auch, wo ich sie kriege. Und zwar hieß es, Sporenwirt ist eingeschlafen. Über den Teich. Aber kommt erstmal über den Teich. Das ist die Sache. Kommt erstmal zum Teich. Und eine ganz andere. Aufwecker haben wir auch. Und ich habe geguckt, das Item, was es gibt, was ich ganz gerne hätte, ist Energieball. Das hätte ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, wie ich zu der Ollen komme. Da ist die Feentafel. Juhu! So, du lässt uns da ja noch nicht rein, weil wir haben Pokémon-Liga noch nicht und so, ne? Ich muss aber mal überlegen. Hier wieder raus. Dann komme ich hier lang. Komme ich denn zu dem Mädel? Ach, bevor ich es vergesse. Die Feentafel. Die Feentafel. Kriegt jetzt Felinara. So, dann sind ihre Feenattacken noch stärker. Und die schlägt noch härter zu. So. Haben wir hier oben schon?
Hier geht's nicht weiter. Boah, ich habe mich verlaufen, das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte halt aber ganz gern Energietafel. Hier geht's nicht weiter. Das war hier war nur der komische Kreis, ne? Jupp. Ich habe gerade keinen Bock auf dich. Ich meine, da muss man ja irgendwie hinkommen. Dahin? Nee, komme ich ja wieder zurück, ne? Verdammt! Was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Komme ich dahin? So im Kreis. Da ist wieder der Kreis. Ich habe keine Lust mehr. Ich gucke im Internet nach, wie ich am besten zu der zu den Mädels komme. Und aber damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit wie so Verrückte, ich komme noch nicht mehr hier raus. Ich komme hier noch nicht mal raus. Jetzt müssen wir erstmal den Weg nach draußen wiederfinden. Irgendwie hier so. Hier so. Ja, dann bei den Mädchen falsch abgewogen. Hier haben wir die zwei Mädels. Dann gehen wir jetzt hier oben lang. Und hier bin ich draußen. Gott sei Dank. So, dann gehen wir jetzt unsere Pokémon heilen und dann fangen wir schon mal mit der Eisarena an. Wenn nicht, machen wir nochmal die Eisarena komplett. Weil es ging ja eigentlich auch darum, ich wollte ja eh nochmal denn ins Pokémon-Dorf, um, sobald ich ja Galanto besiegt habe, kann ich ja Kaskade außerhalb benutzen. Wir haben unserem Pokémon noch gar kein Kaskade beigebracht. Genau. 80. Hoppala. 1 setzen. Den kann ich. Welche soll denn vergessen werden? Surfer kann ich nicht. Hydropumpe. Aurora-Strahl. Yep. Du wirst mein Wasser-Pokémon. Ein Pokémon. Flamara kommt nach vorne. Genau. Den wollte ich eh zurück, um mir Psychokinese zu holen. Da muss ich ja eh ins Pokémon-Dorf. So. Und dann kann ich das ja nochmal gucken. Ach du lieber Mann, ich hasse Riesel. Da oben steht er. Der Peter. Ach Gott, jetzt müssen wir hier irgendwie drehen und wenden. Bis zum geht nicht mehr. Man nennt mich auch die Eiskönigin, also Mr. Elsa. Heißt du Elsa? Nee, Marianne. Sneebel! Mal sehen, welches Level du hast. Ja, immerhin. Übernahme. Was hat er denn jetzt übernommen? Ist doch wurscht. Sneebel ist down. Danke. Flamar erreicht Level 56. Ausdauer. Weiterkämpfen. Bist du nicht ein Wasser-Pokémon? Stachler. Wir werden es herausfinden. Ja.
Ulipowa, komm doch mal raus. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein Wasser- oder ein Eis-Pokémon bist. Ich bin aber der Meinung, es wäre ein Eis-Pokémon. Stachler. Kannst du auch was anderes? Ihr frisst meine Laubklinge, mein Freund. Sollte vielleicht mal lesen, was sie denn auch als Tiere haben. Beziehungsweise als Pokémon. Und sie ist auf dem Eis ausgerutscht. Haha. Jetzt komme ich dahin, ne? Kann gegen den kämpfen. Dim, 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 dim. Botogel. Das Weihnachtsmann-Pokémon. E50. Ja, bevor wir eh zum Hauptboss, also zum Arenaleiter gehen, werden wir eh nochmal unsere Pokémon heilen. Und damit auch Flamara auch volle KP und natürlich auch AP hat bei seinen Attacken. Du machst mal einen Flammensturm. Kein Erdbeben! Kein Erdbeben! Oh fuck. Das Ding hat Erdbeben gemacht. Kann doch nicht wahr sein. Mein Flamard, du Sack. Laubklinge. Ist das zu fassen? Ist das denn die Möglichkeit? Haben die mir einfach mein schönes Flamara, ey. Und ich dachte, ich könnte mit meinem Flamara einfach so durch die ganze Arena besippen. Ja, super. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Wo komme ich jetzt raus? Nee. Wo komme ich auch nicht raus? Zum Glück sind es nur Vierecke. Ein schönes Flamara. Einfach so. Haben die denn kein Herz? Die haben ein Herz aus Eis. Die Mistkerle. Dim, 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 dim. Du darfst auch reingehen. Ich würde dich nicht umbringen. Wir hatten jetzt die Tante, so. Dann haben wir einmal gedreht. Dann konnten wir an dem Otto. So, der Otto hatte ja das Mammutel. Da komme ich nicht raus. Der bringt mich schon nicht weiter. Der, aber dann komme ich hier nicht raus. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass die zwei miteinander verbunden sind. Kann ich dich jetzt benutzen? Ja. Da komme ich ja nicht raus. Da komme ich zwar raus, aber nicht an dem. So, dann muss ich jetzt hier wechseln, damit ich rauskomme und an das Ding rankomme. Gott! Im Himmel, was ist denn das hier für eine Quälerei? So. Das heißt, hier kommen wir schon mal weiter. Und hier geht der ganze Spaß gleich noch von vorne los. Nee, gar nicht. Ich muss hier gar nichts machen. Ach scheiße, doch, ich muss den Grün bewegen. Dim, 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 dim. Flamara, ich glaube ganz fest an dich.
Feuerzahn. Ach, komm schon. Ich hasse es. Komm durch, komm durch. Bitte komm durch, komm durch, komm durch. Ja, es kommt durch. Bam. Keife. Pokémon wechseln. Gleich auf Volipore raus. Weil, von dem habe ich ja doch echt genug. Macht dann nochmal Erdbeben und dann ist mein armes Pokémon weg. Vorentwicklung von Mamoodle. Und wie man sieht, das funktioniert ja auch ganz gut. Rosanna, Pokémon wechseln. Flamara, komm. Knutsch die Eisprinzessin. Flammenblitz. Ach, Body Slam. Äpü. Feuerzahn, Mann. Ich mach Feuerblitz. Feuerblitz ist echt nur für den Notfall. Also Feuerblitz echt im Notfall. Weil das mit dem Rückstoß finde ich so scheiße. Lass mich raten. Genau. Astrid, Sibirio. Flammsturm. Es hat. Ist nicht sehr effektiv, hat aber trotzdem sehr viel abgezogen. Er hat aber auch eine hohe Verteidigung, der Eisbär, glaube ich. Nee, das bekämpfen wir noch. Säurepanzer. Hatten wir das nicht schon? Das ist es. Komm, noch ein Flammsturm. Eisstrahl, komm, das hältst du aus. Ich glaube ganz fest an dich, dass du das aushältst. Dann haben wir nämlich den letzten. Ha! Bam! Sehr schön. Ich habe Hank besiegt. Ach, Gott sei Dank. So, dann gehen wir nämlich jetzt wieder raus. Heilen. Beziehungsweise doch so. Ach, verdammt, ey. Seid ihr jetzt miteinander verbunden? Nee. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse diese verdammten Rätsel. Na, schön. Schon deshalb, überlegt euch mal, wir haben keinen Mantel oder sowas, aber wir rennen hier so im Kleid rum. Wir müssen uns eigentlich den Tod holen. Wir müssen uns eigentlich sowas von den Tod holen. Na schön, ich beende aber hier diesen Part. Ich gucke für den nächsten Part nochmal nach, wie wir an dieses Item rankommen. Und dann machen wir im Prinzip, werde ich mich so hinstellen, dass wir direkt vor dem Arena-Leiter sind, weil das ist jetzt wieder so eine Schieberei, dieses Rätsel. Da habe ich, das müsst ihr euch nicht angucken, das müsst ihr euch nicht antun. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben darüber, würde ich mich sehr freuen. Auch über jeden Like. Und bis dahin Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.